Jessica Schwarz und Jan-Josef Liefers drehen momentan auf Europas längster Burg für die ARD den Dreiteiler Baron Münchhausen. Für Jan-Josef Liefers ist der Baron eine Traumrolle. Jeder verbindet seine, vielleicht kennst du der eine oder andere vom Vorlesen, vielleicht haben die Eltern die Geschichten vorgelesen. Es gibt auch viel mehr Abenteuer, als in unserem Film tatsächlich vorkommen. Sonst müssen wir wahrscheinlich einen Zehnteiler drehen, um das alles zu erzählen. Aber die wichtigsten, die bekanntesten sind auf jeden Fall dabei und auch ein paar, die man vielleicht nicht so parat hat. Der Film wird trotzdem, glaube ich, das kann ich jetzt sagen, wir sind ja schon, haben ja schon eine ganze Weile gedreht, sehr anders werden. Es wird kein Remake von Hans Albers und dem Film von 1942. Es wird viel mehr das Märchenhafte erzählt an den Geschichten. Die kindliche Komponente von Fantasie und von Vorstellungskraft. Und Baron Münchhausen ist bei uns sicher eher einer, der es nicht so mit der Realität hat, sondern sich eher in seine Traumwelten verflüchtigt und in seiner Fantasie lebt, als in Wirklichkeit. Das gibt eine schöne Reibung, weil wir haben es mit ganz schön viel Wirklichkeit trotzdem zu tun im Film. Also man kann nicht jeder Situation mit irgendeiner Lügengeschichte begegnen, aber vielen. Jessica Schwarz hatte sich auch nicht nehmen lassen, Burghausen etwas zu erkunden. Für mich ist es totales Neuland, aber ich hatte gestern am Nachmittag frei und habe mir das mal angesehen. Schon ein bisschen was von dem Jazzfestival mitbekommen, weil gerade Aufbau und Probe war. Und es ist sehr schön. Also es ist auf jeden Fall eine sehr idyllische Stadt und war schwer außer Atem, als ich den Berg wieder oben ankam, würde ich sagen. Also ich glaube, die Menschen sind fit hier, die hier wohnen.